Okay. Ach nee, ich muss das Game gar nicht ändern, weil es beides in einem Game ist. Perfekt. So, starten wir mit Peach. Oh ja, der lustige Kram hier. Also. Für Star 1 zum Completen brauche ich eine Feuerblume. 1. Jut. Das ist auch noch eine. Fuck this. Was war das hier? Ach ja, das war das Lustige mit den Schwebedingern. Da weiß ich noch nicht, was ich brauche. Super Galaxy, sure. Random. Achso, das hatte ich angefangen, aber irgendwie nicht fertig gemacht, ne? Weil ich schlecht war. Kriege ich euch nicht kaputt? Natürlich kriege ich euch kaputt. Aber war das nicht das lustige Level ohne Power-Up? Ups, okay. Achso, ja, ich hatte noch ein... Ach ja, cool, du hast mir einfach das eine Leben von, was ich letztens noch hatte, ja? Cool. Du bist richtig lustig. Wie viel so ein Game Over doch wert? If you get a Game Over, all Toad Houses and Lucky Houses will open again. Oh. Toad und Lucky Houses. Wait. Warum ist alles auf Englisch? Moment. Warum ist alles auf Englisch? Nicht Sleep Mode. Ich weiß, dass die Konsole ein Update hatte, aber... Warum ist alles auf Englisch? Wo stellst du das überhaupt um? Oh, hier. Restart. Sure. Interessant. Das ist mir so auch noch nicht passiert. Hätte jetzt auch eine Minute gedauert, bis ich das realisiert habe. Ne. Komm schon, connecte. Danke. Das ist immer lustig. Ja. Super Mario 3D World. Und ich habe Audioknackern. Cool, ich liebe Audioknackern. Jetzt nicht mehr. Pop Jam. Also, wir fassen zusammen. Ich habe was? 5 Leben? 5 Leben, cool. Anscheinend ist Kram respawn. Der Kram hier scheint respawn zu sein. Jetzt brauche ich die Leben ausnahmsweise mal. Hey. Ich habe 10 Münzen bekommen. Ist der Wahnsinn. Wenn da mal alle Toad Houses wieder auf sind, was ist hiermit? Ist hier vielleicht eine Blume drin? Brauche ich da eine Feuerblume? Oh ne, hier ist einfach nur ein Stempel. Habe ich den letztes Mal nicht eingesammelt? Anscheinend nicht. Okay. Okay. Ich könnte jetzt Treasure Toad machen, aber ich will Treasure Toad eigentlich erst machen, wenn Treasure Toad an der Reihe ist. Hier ist sonst nichts Neues, ne?
Ich will jetzt eigentlich wissen, was alles respawned ist durch das Game Over. So schnell kann Space Travel gehen. Ja. Ich hätte mich jetzt keine Lust, immer aus dem Level geschmissen zu werden, weil Gründe. Ich will garantiert ein paar Mal sterben, wenn nicht öfters. Ah, das Tothaus hier oben ist wieder offen. Das ist nice. Ich brauche eine Feuerblume und ein Fettsuit. Perfekt. Das heißt, die sind alle wieder da, hä? Huh? Cool. Falsche Taste. Wait. Ach so, da. Okay. Da wir jetzt eine Feuerblume haben, können wir das Level hier machen. Vielleicht nicht mit Toad, sondern mit Peach. Außer ich mach sowas. Ach, come on. Dreidimensionaler Blödsinn. Hauptsache, ich habe meine Feuerblume im Gepäck. Der Rest ist mir gerade egal. Wobei, hier müsste eh eine Katze drin sein, ne? Okay. Oh, das hier war der scary Part. Ich erinnere mich. Warum? Warum habe ich instant angefangen, an der Wand zu sliden? Ah, das ist frustrierend auf eine sehr, sehr eigenartige Art und Weise. Es gibt halt manchmal von Mechaniken, die ich nicht verstehe in diesem Spiel. Ich halt zur Seite ausgewichen, aber war dem egal. So. Ich sollte die Münzen mitnehmen für Leben. Ich brauche die. Ob ich es mir eingestehen will oder nicht. Brauchst halt echt. Oh, okay, und das geht auf. Okay, was ist das hier? Ist das ein alter Link? Sieht aus wie ein Link mit einem Schild. Komm hier rüber. Danke. Ich habe so Schiss runterzufallen, aus Gründen, die ich noch nicht verstehe, aber hey. Ja, das ist ein Link. Okay. Okay.
die Musik. That's cute. Ich meine, gut, das Rätsel, was wir dafür lösen mussten, war ja quasi ein Zelda-Rätsel, von daher. Also ich kenn's. Ich würde zumindest sagen, das erste Mal, dass ich so ein Rätsel gesehen habe, war irgendwo in Zelda. Frag mich jetzt nicht spezifisch, wer ist das? Keine Ahnung. Oh, der Spaß hier. Okay. Münzen. Ich krieg schwitzige Hände bei dem Spiel, das ist richtig eklig. Okay, jetzt können wir einfach das Ding hier oben mit. Ich weiß ja nicht, gibt das ein Leben? Nee, ne? Das glaube ich nur Score. Ne, das gibt nur Score, okay. Bip, 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 bip. Okay, das heißt, eine Welt haben wir immerhin fertig. Eine. Gut, next. Ich glaube, da bleiben wir auch auf Peach. Ich habe das Gefühl, das ist die Peach World. Die eigentliche Frage, die ich mir ganz stelle, ist, kann ich die irgendwie anders töten als mit einer Stampfattacke? Geht vielleicht eine Feuerblume? Weil, wenn ich sie treffen würde. Zweimal denselben Fehler gemacht, nice. Gott, das ist aber auch ein tightes Timing. Was war nochmal mein Problem mit dem Level? Ach ja, es gibt keine Power-Ups, ich erinnere mich. Das ist kein Power-Up. Okay, cool. Du darfst da nicht drauf crouchen, weil crouchen bringt dich aus, bringt dich nach ins Rutschen und Rutschen schiebt dich runter. Das hier ist nicht die Lösung, die ich suche. Der Shit ist legit hart. Warten. Motherfucker. Wie soll ich da jetzt hochkommen? Gar nicht. Oh, ist das frustrierend. Ist hier irgendwas drin? Nee, natürlich nicht. Oh boy. Wie komme ich da jetzt hoch? Nicht hoch genug. Ah ja, gibt ja keine Power-Ups hier drin. Da war ja was. Was hiermit? Ich spüre es mal Ruhe mit Ruhe und Frieden. Das ist nicht Ruhe und Frieden. Ich glaube, für diesen ersten Star ist echt Luigi mit die beste Wahl. Gucken wir mal, ob wir den zweiten finden.
Was ist hier oben? Da oben war irgendwas. Oh ja, da ist der zweite Star und der zweite Star ist Cats. Ist das Catsuit gewesen? Ich glaube, das hier war Catsuit, ne? Vielleicht kann man das peachen? Maybe, let's see. Oh Gott. Ich bin der Meinung, das hier ist Catsuit. Okay. Das ist so schwer. Okay, du darfst nicht floaten da. Quasi. Oh, come on. Ich bin nicht mal geslidet. Wo ist denn mein Float? Hä? Das gibt's nicht. Das hier regt mich auf. Okay, cool. Catsuit. I see. Da ist ein Stern. Doch wahrscheinlich eh out of time. Ich will wahrscheinlich oben lang. Nee, ich will unten lang. Cool. Danke, dass wir darüber geredet haben. Obwohl, warte, das ist dreidimensional, Neo. Denk dran, das ist 3D-World. Ich werde sterben dabei. Oder auch nicht. So. So. Okay. Was mit dir? Nee, ich habe keine Zeit mit dir zu reden. Da sieht man doch gerne. Zeit abgelaufen direkt vom Ende. Steckt euch euren dämlichen Scheißkack echt woanders hin. Was ist das hier? Natürlich ist hier kein Power-Up drin, obwohl es ein Hidden Block ist. Ach ja, hier komme ich nicht hoch. Hast du gerade Reset-Hilfe? Und hey. Du redest auch nicht mit mir, ne? Ne, natürlich tust du das nicht. Du hast nur Jahrestag. Okay. Warum steht Rosalina? Hä? Okay. Ja, weil ich habe nichts gehört oder irgendwas, hä? Wait a second. Jetzt zeigt mir ja nichts an. Restart bis erst in 20 Tagen. Okay. Sind meine... Was ist los? Was ist das eben hier?
Moment. Ich schwöre, meine kompletten Earlots sind gerade einfach komplett gebrochen. Und ich weiß noch nicht warum. Ich war es nicht. Bist du dir sicher? So, wait a second. Ich brauche das hier. Ja, nee, hätte mir das anzeigen müssen. Ist die ID abgelaufen? I'll get my money's worth. Sieh mal einer an. Jetzt geht's, oder was? Und es ist immer noch super mini. Müssen wir quasi so machen, oder? I'll get my money's worth. Nee, bin ich nicht unbedingt. Ja, cool. Schneid's halt ab. What the? Okay. Okay. Wir machen es einfach hier runter. So höre ich wenigstens den Sound und ich kümmere mich um den Visual-Kram nach dem Stream. Ist doch egal. Nee, für mich ist es nicht zwingend egal. Ich brauche kein Visual. Das Problem ist, was ich dahinter sehe, ist, ich habe keinen Visual Shit. Ich kann jetzt auch als Rosalina spielen. Oh, okay. Was meine Logik dahinter ist, ist, Sachen, die grundsätzlich irgendwie meiner Meinung nach visual irgendwie auf dem Screen auftauchen sollten, wenn Leute mir literally Geld geben. Sorry. Finde ich einfach. Weiß ich nicht. Ich finde das einfach nur fair. Ist mein Stand dazu. Follows etc. pp. Kann man anzeigen lassen, meiner Meinung nach. Muss man aber jetzt nicht extra shoutouten. Weil ich bin zum Beispiel immer, wenn ich irgendwo follow. Und ich krieg dann den Todes-Shoutout, bin ich immer so like, Dude, ich will hier nur lurken, lass mich in Ruhe. Ich gebe dir Geld, das halte ich für ein Gerücht. Naja, ich meine, Sub ist irgendwo Geld. Im Grunde genommen. Im entfernten Sinne. Aber what the fuck, wir können Rosalina spielen. Was kann Rosalina, was alle anderen nicht können? Oh, she's ready. Sie hat basically einen Doppelsprung. Cool. Okay. Das dürfte den Shit hier um einige Welten einfacher machen. Okay, das ist halt ridiculous, dass ich. Okay, wir spielen in dieser Welt nur noch Rosalina. Fuck this shit. Warum hat die einen Doppelsprung? Das ist ja total broken. Look at this shit. Das ist. What? Oh, lass mich raten, ich kann damit auch Gegner hitten. Ja, natürlich. Okay, wir haben gelernt. Rosalina ist okay. Ja, und rein zufällig ist das auch genau. Der Rhythmus, den ich brauche, um hier rüber zu kommen, ja? Zufall? Ich glaube nicht. Wow. Good. Ja, ich. Ist ja gut. Genau davor hatte ich ein bisschen Angst, dass das passiert.
Hier ist sogar ein Leben drin, aber kein Kätzchen, ja? Ich weiß immer noch nicht, wie ich da hochkomme. Maybe. Ich verstehe es noch nicht ganz. Es kann doch nicht sein, dass das Catsuit only ist. Denke ich irgendwie falsch? Das dreht sie so rum. Okay, der zweite Spin. Der gibt mir einen Jump, der gibt mir keinen Sand. Okay. Oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst Rosalina ein Kätzchen tragen kann. Aber hier ist halt nirgendwo einer drin. Sad Face. Hey, Korn. Ich meine, mein Ziel ist es, zuerst mal Monde einzusammeln. Von daher... Lass mich mal eben meinen schlauen Zettel hier nehmen. Star 2. Catsuit. Stempel. Zeit hierfür. Let's go. What is this? Ah, okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Rosalina has the Galaxy Spin. This, which is kinda broken, cause it's like a double, it acts like a double jump. Your speed seems normal. But yeah, she basically just gets a double jump for no reason. Oh, okay. Ich dachte, da war was. When she does the ground pound, you can... Dude, you have to be at the perfect angle. And fucking... Hitting the perfect... That's like Omega creepy. Why? But I don't think it's obscured in darkness. I think it's possible, but it's like, holy shit, dude. That's some energy you're putting in there for a penalty shot.
Thanks, Pika. Siehst du, genau deshalb habe ich es gefixt, weil sonst hätte ich das wieder nicht mitgekriegt. Ist hier really das Just Darkness in Galaxy? Oh. Wait a second. I basically... Was? Oh. Das ist ein Problem. Sie verliert quasi ihren Doppelsprung. Wait, gibt es eine andere Taste dafür? Na, sie verliert komplett die Ability in der Luft. Was habe ich verpasst, dass du Rosalina bist? Ich habe das eine Level geschafft. Das ist alles, was du verpasst hast. Ich weiß nicht mal, ob es irgendwie, ich weiß nicht mal, womit es zusammenhing, dass ich Rosalina jetzt freigeschaltet habe. Könnte ich dir jetzt so nicht mal sagen. Aber an sich ist Rosalina pretty broken. Wenn sie keinen Power-Up hat. Sobald sie einen Power-Up hat, ist sie halt Mario. So vom Gefühl her. Dude, Game. Holy shit. Why? I don't know. I will never understand why people put so much energy into getting panty shot with video game characters. I will never understand that. Oh right, I don't have... Okay, now I have it. It's like, why, dude? Is it really that bad? Okay, this level is fucked.